Hallo liebe Zuschauer, ich befinde mich hier beim Riad Rumble in Kastrop-Rauxel. Neben mir ist Wladimir Toktasinov, der soeben seinen Kampf im Halbfinale des K1-Tournaments gegen Murat Geserci knapp verloren hat. Wladimir, erzähl doch mal den Kampf ein bisschen aus deiner Sicht. Wie ist das verlaufen und was ist schiefgegangen? Ja, nach 3 Runden habe ich den Kampf eigentlich gewonnen gehabt. Ich weiß, wofür die extra Runde überhaupt da war. Wäre eigentlich gar nicht nötig und die extra Runde habe ich verloren nach Punkten. Ich habe einfach zu wenig Luft gehabt, die Luft war weg und so habe ich hier 4. Runde verloren. Ne? Ja, es war in der Tat, wie du sagst, es ging erstmal über 3 Runden, der Kampf war auf 3 Runden angesetzt, die Schiedsrichter waren sich danach nicht einig, deshalb gab es noch die letzte Runde. Also deiner Meinung nach hättest du eigentlich nach den 3 Runden schon... Nach 3 Runden habe ich den Kampf eigentlich ganz klar gewonnen, die extra Runde hätte gar nicht geben müssen. Aber so ist es halt dazu gekommen, ich habe den Kampf verloren und so geht das jetzt weiter. Ne? Ja. Wir haben eben auch schon gehört, da wurden mit deinem Trainer ein paar harte Worte gewechselt, warum da die Luft so bei dir weg war. Was meinst du, woran das liegt? Ja, das weiß ich nicht, weil in der 4. Runde ist die Luft einfach weggegangen. Ne? Du hast ja dieses Jahr auch schon relativ viel gekämpft. Dein letzter Kampf gegen Ismael Lond ist noch nicht so besonders lange her. Ich glaube, gut 3 Wochen. Ja. Kann das sein, dass dir das vielleicht auch noch ein bisschen in den Knochen gesteckt hat? Nee, das nicht. Das auf jeden Fall nicht. Also davon warst du schon gut wieder erholt? Ja, auf jeden Fall. Und es gab ja so ein bisschen Gerede vor dem Kampf, dass irgendwie zwischen dir und Murat so ein bisschen böses Blut gewesen wäre, wegen der knappen Entscheidung zwischen Falin und Törek. Oder ist das so Unsinn? Damit das ganz klar ist, das war ein eindeutiger Punktsieg und keine knappe Entscheidung. Ja, den Kommentar aus dem Off hat man gerade wahrscheinlich nicht auf dem Mikro gehört. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen? Also zwischen mir und Murat war eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, von wo sie das jetzt geholt haben, von wo sie das gehört haben, das weiß ich nicht. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall gutes Einverständnis zwischen den Kämpfern. So, was sind denn die Pläne für deine Zukunft? Hast du schon neue Kampfansetzungen, jemand gegen den du gerne kämpfen würdest? Es ist ja halt Sommerpause und nach August fangen wir wieder mit hartes Training an und dann werden wir sehen, wie die weiteren Kämpfer kommen. Ne? Alles klar, aber jetzt was Konkretes geplant ist noch nicht, oder? Nee, ganz konkret ist noch nicht geplant. Also der 17. Dezember ist ja große Veranstaltung in Duisburg, in Scania Arena, ist 8-Mann-Turnier in Schwergewicht und da mache ich auch mit. Das ist aber 1. Dezember und davor weiß ich noch nicht, was da kommt. Alles klar. Wenn du noch jemanden grüßen, noch irgendwas loswerden möchtest, kannst du es jetzt gerne tun. Eigentlich nicht. Ich bedanke mich an das Interview, JMP. Vielen Dank. Alles klar, ja. Vielen Dank auch dir, immer gerne. Ciao. Mach's gut.